Wenn du Matthias Hippi noch machst, musst du immer so mit dem Kopf raufgehen. Dann tönt es besser. Und lachen. Dazu auch noch. Das ist ein Schweizer YouTuber, auch bekannt unter Influencer. Schweizer Influencer trifft man vor allem in den Grossstädten Zürich, Bern und Basel. Schweizer Influencer sind eine sehr seltene und komische Spezies. Come on! Ja, salut zusammen und herzlich willkommen zu dem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ihr wisst ja, dass ich eigentlich nicht Baselbieter bin, sondern Walliser, weil Wallis ist ein mega cooles Gebiet. Ja, dort haben wir Raclette zum Morgen, wir haben Raclette zum Mittag und wir haben Raclette zum Nacht, oder? Und das ist birnweich. Darum habe ich gedacht, mache ich jetzt mal ein Video, wo ich wirklich nur in Walliser Deutsch rede, oder? Ich glaube, ich kann es einfach absolut nicht. Wenn du nicht Walliser Deutsch reden, wieso redest du denn nicht einfach Bündnerdeutsch oder ein bisschen Bündnerkäse? Was Bündnerkäse? Ein bisschen Bündnerfleisch hinter an Schlenzen, dann in die Scoletta gehen, wenn du jung bist, oder? kann man auch mal machen. Oh Mann, was wird das für ein Video? Nein, jetzt nochmal eine richtige Anmoderation zu dem neuen Video von mir, Adi Totoro. Ich bin gebürtiger Zürcher und Social Media Experte. Ich kann euch schon mal eins sagen, ich empfehle euch, nicht zu viel von diesen Social Media Produkten zu nutzen, zum Beispiel das Instagram, YouTube und auch Twitter sind Kanäle, wo die Jugendlichen schnell abhängig Also es ist ja so, wenn der Marc und ich an mich zusammen abhängen und möchten einfach irgendwelche random Schweizer Stimmen machen, wie zum Beispiel der Matthias Hippi oder der tut das Sportpanorama moderieren oder jetzt eben nimm, weil ich bin jetzt Präsident vom FC St. Gallen. Trotzdem kommt jetzt ein Fußballbeitrag vom Adrian Vogt. Ja, herzlich willkommen zurück zu diesem Fußballbeitrag zum Spiel FC Basel gegen den FC Zürich und es ist eine spannende Ausgangslage mit dem Pass und aber... Oh Mann, es ist wahrscheinlich absolut schlecht und ich entschuldige mich jetzt schon mal für alles, was in dem Video passiert. Ja gut, abschalten würde ich jetzt an dieser Stelle nicht empfehlen, weil ich spiele ja morgen beim Roland Garros beim Tennisturnier von Paris oder habe auch den Deal mit der Lindkugel abgemacht. Das ist für mich eine ganz klare Situation, oder? Oder was meinst du dazu, Alex Frey? Ja. Ich bin der Alex Frey, habe beim FC Basel gespielt oder habe schauen, dass ich durchkomme mit dem Streller zusammen, guten Kollegen von mir, der Marco Streller, oder? Toll gewesen. Oder kennt ihr die richtigen Stadt Basel? Also den Teig, die Leute, die so richtig reich sind. Jo, ich komme vom Teig in Basel und mir ist es sehr wichtig, dass ich nur in Riga bade, durch Zürichsee, durch Thunersee und auch durch Bernersee. Ah nein, die Aare, in die gehe ich nicht baden. Das probiere ich zu vermeiden. Und ich kann es auch absolut nicht. Im Glarus oder so Obwald, da reden wir nicht so. Hey, soll ich zusammen? Hey, soll ich zusammen zu einem neuen Video? Das Rezept tue ich euch nicht. Nicht weitergeben, oder? Ich glaube, das ist eine Mischung zwischen Luzernendeutsch und Schweizerdeutsch, also Kanton Schweiz. Ja, ich bin ein Freiburger, muss mal schauen, was ich mache in meiner Freizeit. Ein bisschen Grätzenkäse um mich, ein bisschen Grätzenkäse hinter dem Mampf, oder? Ja. Der erste Basler, der das kennt. Ja. Yeah. Dann gebe ich noch Daumen nach euch zu dem Video. Ja. Heisst Ei auf, oder? Wui. Das war's ja wohl wirklich. Aber wirklich, sorry, falls das Video hure random ist, ich bin jetzt auch mal angeguckt und davon reden. Oh, ich sehe es ja schon kommen, wie etwa 100 Leute in den Kommentaren werden schreiben, du hast den Dialekt so schlecht gemacht. Du hast den Dialekt so schlecht gemacht. Ja, den habe ich halt schlecht gemacht, ist mir doch scheißegal. Noch Gügel, Piffen hinterher und dann läuft der Hure sich wieder. Dann gehe ich Skien im Winter, dann bin ich zufrieden, oder? Ja, weißt du, da gibt es noch den Banner, aber das ist mir ein Hure sich, Mann. Nein, das ist ein bisschen langweilig. Ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Das ist ein Granny! Nein, nicht wirklich. Ich habe bis jetzt auch noch nicht ganz den Sinn von dem Video verstanden. Aber das ist ja egal. Wenn du Matthias Hippi noch machst, musst du immer so mit dem Kopf raufgehen. Dann tönt es besser. Und lachen. Dazu auch noch. Und wenn ihr euch jetzt fragt, hey Adi, du musst doch noch zusammen mit dem Marc eine Live-Version von Ich hasse Adi Totoro machen. Ja, dann habt ihr recht, wir müssen es noch machen, weil die haben ja 1000 Likes gegeben auf das super nice Rap-Video in Davos. Aber das Problem ist, der Marc ist jetzt wieder in der Ferien und wir müssen das noch üben, weil der Marc, der kann singen, aber ich, ich kann einfach nicht singen. Und es gibt nur einen, der nie so sehr hasse, wie es ist keiner. Ja gut, als ich beim Rafael Nadal daheim gesehen bin, habe ich den Song natürlich auch gehört. Das ist natürlich ein super Song, den Marc auf die Beine gestellt hat. Also wirklich, ich muss sagen, es war wirklich ein mega random Video gewesen. Es tut mir auch
mega leid. Bin da in mein Zimmer reingehockt und jetzt nehme ich das auf. Und wieso rede ich jetzt wieder graubündnisch? Ich will doch viel lieber Wollischerdeutsch reden. Das klingt viel besser, ja. Random heisst zufällig, oder? Ist ein recht zufälliges Video gewesen. Aber nicht so zufällig, wenn ich durch Raclette esse. Oder Raclette esse ich schon ab und zu mal, wenn man denkt, das macht nicht so Sinn. Aber ich esse das schon absichtlich. Das ist nicht zufällig, wenn ich durch Raclette esse. Und dient bitte noch die Glocken aktivieren von mir. Ist das so wichtig, wenn noch die Glocken würdet aktivieren? Und dann würde ich das Wort noch zum Schluss Matthias Hüppi geben. Ja, Matthias Hüppi ist mein Name und ich bin bekannt für Abmoderationen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Ich sage nur noch Peace und Blümli.